Hallo zusammen. So, ich hoffe, dass bei euch alles okay ist. Bei uns nicht so ganz. Seit Donnerstag, ich habe keine Filme mehr gemacht, weil am Donnerstag ist etwas tragisch hier passiert. Jemand hat unsere Emma, unseren Hund überfahren hier vor unserer Tür. Ich weiß es nicht, wie kann das sein? Ich weiß das nicht. Wenn so eine kleine Hund wäre, okay, habe ich nicht gesehen, aber eine 60 Kilo Hund, wie kannst du das nicht sehen? Auf jeden Fall, ich möchte euch nicht mit meinen Problemen wahrscheinlich läuft sie nicht mehr, niemals, ja, war die ganze hintere Seite, konnte es schlimmer sein, ja, konnte tot sein, aber ist okay, ist noch in Klinik, heute Abend gehen wir und holen sie ab. Ich habe kein mehr Wörter, Entschuldigung, ja, so, einfach, sie lebt, ob sie Lauf mehr oder nicht, wir wissen, wir sind nicht, muss sie noch zwei, dreimal operiert werden. Ja, jetzt ist egal, jetzt ist vorbei. Hauptsache, dass sie lebt und ja, ich erkläre euch, ich sage euch danach mehr auf aber genug mit Problemen, wir haben wahrscheinlich alles Probleme. Und ich will nicht mehr über dieses Thema reden. Wir gucken, wie das weitergeht. Wir hoffen, dass es okay alles. Auf jeden Fall es tut weh. Ganz, 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 ganz schlimm ist das. Okay, so wie gesagt, seit Donnerstag habe ich keinen Bock mehr vor gar nichts. Heute, ich mache ein kleines Film. Erstes Mal über dieses Thema und zweites Mal, ich zeige euch, was haben wir heute gemacht? Und zwar eine Custom-Waren. Ja, wir haben auf dem Dach 360 Watt Solar gebaut und dann drin die Batterien sind noch neu und wie immer, ich sage zu meinen Kunden, solange da die neu sind und 2, 3, 4 Jahre, ich weiß nicht, wahrscheinlich 5, wenn die Glück haben, können noch da bleiben und danach nachrüsten wir auf Lithium. Ja? Wir haben einen Batteriecomputer gebaut zu den Leuten, so die haben einen Blick über die ganze Batterie. Die haben da 2 AGMs a 90 Amperestunden und weiß jemand, dass ich kann diese Batterie nicht mehr als 50% entladen. Deswegen ein Batteriecomputer ist ganz wichtig zu haben. Das haben wir gebaut. Wir haben auch einen Booster gebaut. Die sind Camper jahreslang, vor 25, 30 Jahren, aber jetzt haben die für einen Custom-Wagen entschieden, weil die wollen viel fahren. Nicht nur da in eine Woche in einen Campingplatz oder in einen Platz, wo die könnten parken, sondern die wollen jeden Tag oder alle 2 Tage weiterfahren. Deswegen haben die entschieden, auch für einen Booster zu bauen. So haben wir auch einen Booster von Votronic, eine 30 Ampere gebaut. Und ich glaube, das war's erstes Mal, ja? So, gehen wir jetzt raus, weil ich habe gerade das Auto raus gefahren und ich habe gesagt, na komm schon, heute machst du ein kleines Video, ja? So, hallo zusammen. Hallo. Ja, wir filmen jetzt kurz, mal sehen, was haben wir bei Ihnen gebaut, ja? Wollen wir sehen, ja. Ja, genau. So, wir gehen erstmal oben. So. Hier haben wir die 3 Platten, wie gesagt 360 Watt insgesamt, ja. Deckkontaktzellen und da gibt es auch eine Antenne, hat der Kunde schon gehabt. Und jetzt gehen wir kurz rein und gucken wir, wo haben wir den Rest gebaut. Ja, ja, die Kunden sind schon glücklich, das freut mich auch. So, das hier sind alle technisch hier hinten. Ja, ich mache mich hier so klein. So, da gibt es die Ladegerät, die Sicherungskasten, eine Hauptschalter für Starterbatterie, für Heizung, für Bordbatterie, ja. Und dann hier hinten
unten sind zwei Batterien, so ganz unten eine und noch oben eine zweite. Booster von Votronic, war 30 Ampere, ja, dann hier haben wir der Solarregler, 430, weil wie gesagt, oben sind 360 Watt. Und dann der Schund von, vom Batteriecomputer. Nun gehen wir jetzt kurz vorne und zeige ich euch hier. In diesem Moment, wir haben 16.30 Uhr und kommt von oben 1,5 Ampere. Ja, es ist nicht schlimm für Mitte November. Ich gehe kurz, ja. 1,4, 1,4. Sowieso, ich glaube, die Batterien sind ganz voll oder fast voll, ja, 100%. So, mehr kommt rein sowieso nicht. Ja, die haben einen Kompressor-Kühlschrank und alles. Ja, wunderbar. Das war's für heute. Ja, das ist wunderbar. Dankeschön. Danke euch auch. Ja. Und wenn es etwas? Ja. Ruf mich an. Ja, das wenn, kann sein, wenn ich tausche auf Lithium, dann können wir es dort einbauen. Wieder gerne, kein Problem. Danke. Alles klar. Ja. So, dann auf aus Mönchengladbach. Alles Gute und bis nächstes Mal. Dankeschön.